Ja, der Simon Ritz, der hat wirklich den Sieg auch noch festgehabt, hat dann vor allem im dritten Drittel auch Haufen zu suchen. Gratulieren zu dieser Leistung. Wie beurteilen Sie Ihre Leistung? Ja, merci zuerst mal. Ich muss erst noch ein bisschen oben runterfahren und dann ein bisschen analysieren. Ich glaube, es war solid. Wir haben ein bisschen weniger Top-Chancen zugelassen, vielleicht als gestern, wo wir überfahren wurden im letzten Drittel. Wir mussten ein bisschen über die Bücher heute. Nein, aber sonst, die Mannschaft hat heute super reagiert auf das letzte Drittel und tolle Leistung von der Mannschaft. Und vor allem vom Goalie, der hat es eben auch gebraucht, weil sie sie vorne nicht gemacht haben. Das war ja fast ein bisschen verzweifelt, wenn man von hinten zugeschaut hat. Top-Chance wäre da Dachs. Ja, das ist ja so, aber das muss mich nicht interessieren. Wichtig ist, dass sie da den Halbkreis im Griff haben. Der Rest ist nicht mein Business. Wenn es immer wieder Veränderungen gibt, auch in der Aufstellung, an die Centerpositionen, die ändern, was bedeutet das auch für den Goalie, für das Zusammenspiel? Für mich speziell nicht extrem viel mehr. Ich glaube, sie müssen innerhalb der Linie Absprachen treffen, vor allem bei den Bullis in der eigenen Zone, Offensivzone, wo Spezialsituationen sind. Und hinten muss sich auch der neue Zentrum auch ein bisschen neu orientieren, wenn er vielleicht aus Flugweg spielt, dass er dort immer in seiner Position ist. Danke vielmals. Merci euch.